Nahe dem Abschussort eines russischen Hubschraubers in Syrien sind nach Angaben eines einheimischen Rettungsdienstes in der Nacht zum Dienstag Behälter mit giftigem Gas abgeworfen worden. Der syrische Zivilschutz, der sich selbst als neutrale Gruppe freiwilliger Rettungshelfer beschreibt, stellte dieses Video ins Internet, das Männer in Atemnot zeigen soll. Sie bekommen von Helfern Atemschutzmasken gereicht. Einem Sprecher der Gruppe zufolge waren 33 Menschen in der Stadt Sarakep von dem Angriff betroffen, darunter viele Frauen und Kinder. Die Behälter hätten vermutlich Chlor enthalten, was sich aber nicht bestätigen lasse. Ein Hubschrauber habe die mittelgroßen Fässer über dem Rebellengebiet abgeworfen. Am Montag war ein russischer Transporthubschrauber nahe Sarakep abgeschossen worden. Dabei kamen nach russischen Angaben alle 5 Insassen an Bord ums Leben.